kann ich dienen? Herr Außenminister Maas, was bedeutet es, wenn der Iran, wie heute angekündigt, bereits am kommenden Donnerstag gegen seine Verpflichtungen aus dem Wiener Atomabkommen verstoßen sollte? An unserer Haltung wird sich nichts verändern. Wir haben bereits in der Vergangenheit gesagt, dass wir ein Less for Less nicht akzeptieren werden. Wir, die verbleibenden Vertragsparteien, halten uns an unsere Verpflichtungen, auch wenn das weniger ist, als das davor der Fall gewesen ist, als die Amerikaner noch mit an Bord gewesen sind. Aber das ist nicht unsere Entscheidung gewesen. Und deshalb liegt es am Iran, sich auch an seine Verpflichtungen zu halten. Bisher gingen wir davon aus, eine einseitige Reduzierung der eigenen Verpflichtung werden wir ganz sicherlich nicht akzeptieren. Wie geht es ganz konkret weiter, wenn der Iran am kommenden Donnerstag sagt, er hat mehr als 300 Kilogramm angereichertes Uran? Das werden wir sehen, was dann geschieht. Im Moment habe ich den Eindruck, dass viel gedroht wird. Im Übrigen auf beiden Seiten. Das halte ich für nicht sehr konstruktiv. Wir werden uns mit dem auseinandersetzen, was die Internationale Atomenergiebehörde uns dazu sagt, für den Fall, dass es entsprechende Urananreicherungen gäbe. Für uns ist ganz klar, alle Seiten sind dazu aufgefordert, sich an die Verpflichtungen zu halten. Nur dann wird es auch eine Zukunft des JCPOA geben. Hat sich die EU heute darauf einigen können, sich hinter die US-Anschuldigungen gegen den Iran zu stellen, im Fall der Angriffe auf die Tanker? Es ist hier nicht thematisiert worden, zumindest nicht offen in den Sitzungen. Es ging im Wesentlichen darum, wie man mit der Krise umgeht. Und es ist von allen unisono darauf hingewiesen worden, dass jeder, der das kann, zur Deeskalation beitragen soll. Und dass die Europäische Union in diesem Konflikt eine Rolle zu spielen hat, nämlich als jemand, der seinen Beitrag dazu leistet, dass nicht nur alle sagen, dass sie keinen Krieg wollen, sondern dafür gesorgt wird, dass auch miteinander gesprochen wird. Das wollen wir tun und ganz sicherlich werden wir nichts tun, was zur Eskalation beiträgt. Was halten Sie von den Äußerungen von US-Außenminister Mike Pompeo, der gestern anklingen lassen hat, dass Sie eventuell aus politischen Gründen die Argumente für eine Beteiligung der USA, des Irans nicht so waren? Sie das so schlussfolgern? Er hat darauf hingewiesen, dass wir unsere Informationen austauschen. Das ist auch so. Und es wäre schlimm, wenn es nicht so wäre. Haben Sie mehr Informationen als das Video? Haben Sie mehr Informationen, Beweise als das Video? Ganz viele Informationen, die wir am Auswerten sind und die wir im Übrigen auch mit anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union noch einmal austauschen. Das ist eine wichtige Frage. Dafür muss man große Sorgfalt an den Tag legen und das tun wir. Sehr viel, dass sehr viel gedroht wird auf allen Seiten. Bedeutet das, dass Sie noch davon ausgehen, dass es noch zurückgedreht werden kann wieder? Also dass der Iran doch nicht diese Schwelle erreicht, dass damit quasi das Abkommen auch noch weiter gelten könnte? Naja, der Iran kann nicht nur den anderen Vertragsparteien sagen, sie sollen mehr tun und selber weniger tun, als in diesem Abkommen drinsteht. Insofern glaube ich, dass uns Drohungen oder Anschärfungen auch in der Auseinandersetzung, egal von welcher Seite sie kommen, überhaupt nicht dazu geeignet sind, die Probleme, die wir da haben, zu lösen. Ich halte die Lage nach wie vor für extrem explosiv. Militärische Konfrontationen am Golf würden bedeuten, dass die ganze Region in Flammen steht. Daran kann niemand ein Interesse haben. Und es reicht mir nicht, dass alle nur sagen, dass sie keinen Krieg wollen, sondern sie müssen auch beweisen, dass sie keinen Krieg wollen. Und das heißt, jeder muss aktive Schritte zur Deeskalation wirklich auch beitragen.